So, und da sind wir auch wieder bei Let's Play Dead by Daylight. Ja, es hat jetzt tatsächlich etwas länger gedauert, aber hey, wir haben eine neue Folge sogar. Sprich, ihr habt damit gar kein Problem eigentlich. Ja, Spielbeginn ist in 30 Sekunden. Da kann ich euch mal auch schnell zeigen. Ich habe hier den Perk, den habe ich drin gelassen. Hier habe ich Dauer des Benebels verlängert. Das hat man eh schon drin. Hier habe ich was Neues rein, was noch 120 Sekunden lang in der Zerfleisch leidet. Und das andere war dasselbe, was wir drin hatten. Also gut, dass ich das jetzt nicht noch erwähnen musste. Jo. So, was haben wir? Und das ist halt meiner, genau. In Vergabe. Ah, ich bin froh, wenn da Leute reinkommen. Weil, naja, während diesen Ruhephasen, bis da jemand reinkommt, da fragst du dich halt immer, was man machen soll, ne? Also, ich meine, ich unterbreche die Aufnahmen oder ich starte sie halt noch gar nicht, je nachdem. Und dann, warten, 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 was machst du jetzt? Meistens schaue ich währenddessen ein anderes Let's Play oder so oder keine Ahnung. Irgendwas oder bin am Handy, auf Instagram oder so. Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Instagram-Kanal habe? Oder Webseite habe oder wie auch immer das heißt. Instagram-Profil? Profil. Profil war das richtige Wort. Bestimmt noch gar nicht. Auch noch nicht in einem Minecraft-Video, wo extra das Ding im Thumbnail drin war. Hey, so, was haben wir denn hier? Oh, blutet. Oh nein, der Autoheaven. Ich mag der Autoheaven nicht. Aber ey, was soll der Witz? Was soll der Geiz? Hier ist Uhr. Und du bist zerfleischt. Ich muss mal so hier da ziehen und ziehe dann plötzlich zu ihm. Hi! Doch, ist das den? Schön durch. So mag ich das. Ah. Okay, gehe ich mal erstmal zu den Typen hinten. Hi. Machen wir hier erstmal auffüllen, nicht? Was guckst du so doof? Muss ja auch zeigen, wie ich meine Brühe zusammenrühre. Okay, die eine ist entkommen, aber immerhin habe ich das schon mal gehittet gehabt. Dann. Ja, ist jetzt ja wieder geheilt, okay. Also, genau genommen ist das ja kein Butterfly, was der hat, ne? Oder? Das sieht eher aus wie ein normales Klappmesser. So sehe ich es zumindest mal. Aber hey, ich habe nicht so viel Ahnung von Messern. Da gibt es bestimmt Leute, die sich damit sehr auskennen. Ich gehöre nicht dazu. Ich mag den doch irgendwie, der ist mir sehr sympathisch. Das Lachen ist vielleicht nicht unbedingt dasselbe. Und das Husten auch. Ich glaube, das Husten kommt einfach nur, weil dasselbe durch den ganzen Smog die ganze Zeit läuft. Könnte ich mir vorstellen, das wäre ein sehr plausibler Grund. Oh. Hier darf ich einfach nicht mehr eine Brühe rühren. Wobei, ich habe noch. Egal. Geil, was? So. Der Kollege ist bestimmt noch in der Nähe. Der ist bestimmt mal wieder abgehängt. Kann ich mir vorstellen.
Alter, hebt doch das Messer nicht so ins Bild. Schön, wenn man irgendwie einstellen könnte, wo, wie und wo der das hält. Ach du Scheiße, die sind aber fleißig, fleißig. So, jetzt würde ich es mir überlegen, da durchzugehen. Hm? Ah, die Runde ist nicht so gut. Die ist nicht so gut. Oh, Mann. Selbstversorger. Warum müssen solche Leute immer Selbstversorger haben? Alter. Na, das geht mir jetzt auf den Sack. Ach ja. Ja, das war keine gute Runde. Schade. Aber die Runde ist noch nicht vorbei. Ja, die ist schon tot. Gut, wegen ist noch mal eine geholt. Hm? Sind die Tore da und da? Ach, Scheiße. Mit Sicherheit sind da Leute, die dann sagen, ich stehe hier im Tor. Und du nicht. Okay. Ist keiner. Ja gut, bis ich da hinten bin, sind die alle raus. Ne? Oder der eine haut durch die Luke. Ja, okay. Schade. Endidus wärgert. Hey, aber wir haben immerhin eine erwischt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir noch eine holen. Ach ja. Oh, 10 Minuten Folge. Schön. Ah, doch, ein paar Punkte geholt. Ah, das war wegen 100. Naja. War keine große Leistung. Aber die waren auch sehr gut, muss man sagen. Der nicht, aber. Die hatten halt Glück. Würde ich mal meinen.
Glück im Unglück. So, ihr habt gesagt, hier leveln wir nicht weiter. Und zwar, wir haben tatsächlich neue Überlebende und neue Killer. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit den neuen Killern an. Und hier haben wir eine etwas asiatisch aussehende Dame. Ha. Und ja, da wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, nutze ich die mal, um sie ein bisschen vorzustellen. Das hier ist übrigens das neue Layout, habe ich ja gemeint. Hier sieht man das dann schön. So, fangen wir an. Rin war das einzige Kind des Yama-Familie. Sie wurde in den staubigen Räumen eines traditionsreiches Hauses in Kagawa großgezogen. Sie studierte Pädagogik in Takamatsu und einer privaten Universität, was schwer auf den ohnehin schon unsicheren Finanzen ihrer Familie lastete. Im selben Jahr wurde ihre Mutter krank und die Rechnungen stapelten sich. Rin arbeitete neben dem Studium und vergeblich versucht, diese Last zu mindern. Ihr Vater sah sich Schulden gegenüber, die nicht aufhörten zu wachsen. Er begann Doppelschichten zu übernehmen, in der Hoffnung auf eine Beförderung. Da begann seine Schlaflosigkeit, ein dunkles Flüstern, das ihn an seine hoffnungslose Situation erinnerte, ließ ihn des Nachts nicht einschlafen. Die Erschöpfung ließ ihn den Bezug zur Wirklichkeit verlieren. Rins Vater kämpfte gegen die nächtliche flüsternde Stimme an, ergriff verzweifelte Maßnahmen. Er suchte das Gespräch mit seinem Vorgesetzten, erklärte ihm seine Lage. Er bettelte um eine Zulage, einen Vorschuss, eine Auszeit, irgendetwas. Seine Bitte wurde abgelehnt. Das Unternehmen hatte ein fehlerhaftes Produkt auf den Markt gebracht, das es viel kostete. Jemand musste zur Rechenschaft gezogen werden. Rins Vater war dafür genau der Richtige. Nach 22 Dienstjahren wurde er entlassen. An diesem Abend kam Rin nach der Arbeit nach Hause. Sie war länger geblieben, um Kunden zu bewerten, die im Restaurant verweilt waren. Als sie ihr Fahrrad im Schuppen abstellte, hörte sie ihre Mutter im Haus schreien. Sie eilte hinein und stimmte die Treppe zum Schlafzimmer ihrer Eltern hinauf. Dort fand sie ihre Mutter in Stücken auf dem Boden vor. Ihre Gliedmaßen waren sauber abgeschnitten und in einer unnatürlichen Stellung verstreut. Ihre Brüste waren aufgeschnitten und ihr Brustkorb war freigelegt, der gebrochen war. Rin würgte. Ein scharfes Katana stürzte auf sie hinab. Rin wehrte die Klinge ab, die sich in ihrem bloßen Unterarm grub. Der Schock des Erkennens unterbrach ihren Schmerz. Ihr Vater führte das Katana mit einem stoischen Ausdruck. Sie schrie, um ihn zum Aufhören zu bewegen, aber er schlug erneut auf ihren Arm ein. Sie stimmte davon, rutschte auf dem blutverschmierten Boden aus. Sie stützte sich am Türrahmen ab und hiefte sich auf. Das Katana schlitzte durch die Wand und spaltete ihren zweiten Arm. Sie schrie vor Schmerz, als sie in den Flur humpelte, wo sie schon von der Klinge ihres Vaters erwartet wurde. Sie taumelte zitternd zurück, als sie das weiche, lose Fleisch ihres Bauches festhielt. Vor ihren Augen tanzten Bilder der verstreuten Glieder ihrer Mutter. Rin stürzte sich auf ihren Vater, wessen zurückstolpern ließ. Er schlug ihr in den offenen Bauch und die Schmerzen warfen sie zu Boden. Sie versuchte wieder auf die Füße zu kommen, aber er schlitz ihren Oberschenkel auf, wodurch sie auf dem Boden zusammenbrach. Als sie zur Treppe kroch, packte er sie an den Haaren, schleuderte sie gegen eine Trennwand. Beim Aufprall barst das Glas. Sie fielen durch und landete einen Stockwerk tiefer. Irgendwo über ihr hörte sie Schritte. Mühsam bewegten sie sich Schlängel durch das Meer aus Glassplittern. Die Scherben bohrten sich in ihr Fleisch, rissen es auf. Er musste aufgehalten werden. Er würde nicht damit davon kommen, was er ihr angetan hat, was er ihrer Mutter angetan hatte. Als sie Blut hustete, schürfte sie sich ihr Kinn am Glas auf, wodurch sie noch mehr blutete. Ein tiefer Herzschlag begann ihren Ohren wieder zu hallen. Ihr Körper fühlte sich so schwer an, dass sie sich nicht weiter bewegen konnte. Der Boden vibrierte von den Schritten ihres Vaters. Sie wusste, dass sie es nicht schaffen würde, aber er macht ihr nichts mehr aus. Er will bezahlen, diesem Leben oder dem nächsten. Ein dunkler Nebel legte sich langsam wie ein Schleier über ihre Augen, aber er konnte ihren Zorn nicht unterdrücken. Sie würde nicht ruhen, noch nicht. Die Dunkelheit flüsterte ein Versprechen vom Blut und Rache. Ein Schwur wurde abgelegt und Rin schloss ihre Augen. Ha, ganz schön viel Text. Ja, also, wie gesagt, ein bisschen asiatisch angelegt. Und ja, es gibt drei Perks, die man schon von Anfang an hat. Und zwar Zorn des Gespenstes. Jede Palette, die du zerstörst, vergrößert den Zorn des Entitus. Wenn du 4 Paletten zerstört hast, zerbricht der Entitus sofort die nächste Palette, die dich betäubt. Du leidest trotzdem unter einem Straf für den Betäubungseffekt. Naja, okay.
Fluch, ein gesuchter Boden. Zwei verfluchte Totems erscheinen im Spiel. Wenn eines der beiden verfluchten Totems von einem Überleben zerstört wird, leiden alle Überlebenden unter dem Statuseffekt gefährdet für 40 Sekunden. Das verbleibende verfluchte Totem wird sofort zu einem Glanzlosen. Das ist nicht schlecht. Du bist besessen von einem Überlebenden. Jedes Mal, wenn ein Generator repariert wurde, siehst du die Besessenheit deiner Aura für 5 Sekunden. Jedes Mal, wenn ein Generator repariert wurde, werden dir der Aufenthaltsort aller Überlebenden für 3 Sekunden angezeigt. Sind alle Generatoren repariert, bekommt die Besessenheit den Statuseffekt gefährdet. Der Killer kann sie töten. Nice. Und... boah, ich muss kurz das Trinken. Die Stärke der werten Dame ist Yamaokas Spuk. Das Gespenst kann ihre Stärke Yamaokas Spuk nutzen, um eine himmlische Ebene zu betreten, an einen neuen Ort aufzutauchen. Haltet die Stärketaste zum Aufladen gedrückt, das Gespenst verlässt ihren physischen Körper und hinterlässt eine unbewegliche Hülle. Ist Yamaokas Spuk aktiv? Das Gespenst kann sich frei zu einem neuen Ort bewegen, ist für kurze Zeit schneller. Ihre Bewegungen werden immer noch vom physischen Umfeld in der Umgebung eingeschränkt. Das Gespenst verlässt die physische Ebene und verliert alle Überlebenden aus dem Blick. Sie kann aber noch die Kratzspuren wahrnehmen, die sie in der Umgebung hinterlassen. Ein Geräuschhinweis klingt an der aktuellen Position des Gespenstes. Ist die Stärke vorbei, behält das Gespenst den Geschwindigkeitsbonus für eine kurze Zeit in die Hülle verschwindet. Bei der Verwendung von Yamaokas Spuk wird die Stärkeleiste des Gespenst verbraucht. Sie füllt sich nach einer Zeit automatisch wieder auf. Die Stärkeleiste muss ganz aufgeladen sein, bevor sie erneut ausgelöst werden kann. Alles klar. Und die Geschwindigkeit und den Radius und ja, okay. So, da wissen wir ja schon mal, mit welcher Dame wir es das nächste Mal zu tun haben. Kann man die irgendwie anpassen? Nein. Wird halt ein schönes Katana. Hier haben wir den Hass. Ich mache mir aber den Fluch rein. Das Blutturm finde ich ganz nice. Hier haben wir auch gar nichts, hier haben wir auch gar nichts, aber wir haben ja ein paar Blutpunkte. Gehen wir da mal die Dinge rein. Der ist ganz nice. So. Gut, sind wir schon mal Level 3 mit der Dame. Und zwar, hier haben wir noch das da. Ja, gut, im Kreis. 16 Meter. Gut, das bringt mir jetzt nichts gerade. Leichte Stärkerückgewinnung. Leichte Dauer. Leichte Bewegungsgeschwindigkeit. Und Dauer, würde ich sagen. Und hier machen wir. Verringert leicht, Bewegungskategorie. Ja, komm. Okay, aber mit der Dame spielen wir dann trotzdem erst in der nächsten Folge. Bis dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.